Hallo meine Lieben, ja, heute möchte ich mal einen kleinen Aufruf an euch starten. Und zwar geht es mal um was überhaupt nichts mit mir zu tun hat oder mit diesem Kanal hier. Und zwar möchte ich euch ein paar Projekte vorstellen. Es geht auf Weihnachten zu und da gibt es ja immer ja, viele Sachen, die man halt machen kann. Und ich habe zwei Sachen auf dem Herzen, die ich euch einfach mal zeigen möchte. Das erste, was ich auch schon seit ein paar Jahren mache, ist Weihnachten im Schuhkarton. Ich werde euch unten in die Infobox Links reinmachen, dass ihr mehr Informationen dazu bekommt und ja, euch dann auch direkt auf die Seite gehen könnt. Ich bekomme jedes Jahr von Weihnachten im Schuhkarton solche Flyer. Und die sind ganz einfach ausgebaut. Ich erzähle euch auch gleich, worum es geht. Ich möchte das Video jetzt machen, weil am 15. November ist immer schon Schluss mit der Aktion, weil Weihnachten im Schuhkarton funktioniert so, dass man einen Karton packt und dort kleine Geschenke reinmacht. Und das bekommen dann Kinder, die ja, eben nicht so viel Geld haben, also in verschiedenen Ländern, in armen Ländern. Und ja, das wird dann halt dahin gebracht. Weihnachten im Schuhkarton ist eine sehr große Organisation. Man hat hier sehr viele Möglichkeiten. Ich werde auch mit euch nochmal auf die Internetseite später gehen und euch das gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen. Ich möchte nur einmal kurz erklären, worum es geht. Also man hat hier drin immer jedes Jahr so ein kleines Heftchen. Und hier ist immer dabei, dieser Zettel hier ist mit am wichtigsten, wenn man bei dieser Aktion mitmachen möchte. Und zwar funktioniert es eben so, ihr seht, hier sind verschiedene Sachen schon drauf. Man hat für zwei Mädchen, für zwei Jungs. Man kann sich dann entscheiden, man kann natürlich nur einen Schuhkarton packen. Man kann zwei Mädchen, zwei Jungs oder ein Junge, ein Mädchen oder man könnte theoretisch auch vier. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und ja, natürlich fragt man sich als erstes oder mir ging es zumindest damals so, was packe ich denn überhaupt in diesen Schuhkarton? Und es ist halt so, dass die Seite, wie gesagt, sehr, sehr gut organisiert ist. Und die haben auf der Internetseite, schreiben sie dann schon Sachen, was empfohlen wird. Und wie gesagt, die Internetseite werde ich euch gleich noch mal ein bisschen genauer zeigen. Hier haben sie dann auch immer so einen Spendenteil mit dabei, wenn man spenden möchte. Und hier kann man dann Sachen bestellen, wie zum Beispiel Flyer, Poster, um eben Werbung für die Geschichte zu machen. Hefte und so weiter und so weiter. Man kann auch selber so eine Sammelstelle quasi werden, wenn man genug Platz hat, dass Leute dann bei einem selbst die Pakete abgeben können und die werden dann wiederum abgeholt. Und all diese Informationen dazu gibt es dann eben auf dieser Internetseite. Ich finde das wirklich eine super schöne Aktion, die jedes Jahr wirklich toll ist. Man nimmt einen Schuhkarton, man dekoriert ihn schön mit Geschenkpapier und ja, befüllt ihn dann eben mit ein paar Sachen. Und ja, ein Kind, was vermutlich zu Weihnachten kein Geschenk bekommen würde, bekommt dann ein Geschenk. Und das finde ich einfach wirklich eine tolle Aktion. Und deswegen wollte ich euch das einfach mal vorführen. Ja, ich habe dieses Jahr hier auch zwei Flyer gekriegt. Ich weiß gar nicht, das ist hier gemeinsam Hoffnungsgeschichten schreiben. Das könnte aber auch sein, dass das der Jahresbericht von 2017 ist. Das bekommt man dann auch immer, dass man nochmal einen Bericht bekommt über die Sachen, die eben im Jahr davor so passiert sind, wie viele Geschenke zusammengekommen sind und Bilder von den Kindern und so weiter. So, ihr Lieben, ich wechsle einmal kurz auf den Monitor mit euch. Und da zeige ich euch dann, ja, wie die Seite so ein bisschen aufgebaut ist. Und wenn man noch nie mitgemacht hat, wie man zum Beispiel den Flyer bestellen kann. Das ist für mich eigentlich so der erste Punkt eigentlich. Und ja, ich wechsle mal auf den Monitor. Einen Moment. Hier habe ich schon einmal die Seite Geschenke der Hoffnung aufgemacht. So heißt diese Organisation. Und die Aktion ist dann eben Weihnachten im Schuhkarton.
Und ja, bei Weihnachten im Schuhkarton seht ihr, habe ich hier jetzt gleich einmal einen Teil, wo ich eben hier jetzt draufklicken könnte und könnte mir diesen Flyer hier direkt herunterladen und man kann ihn eben auch bestellen. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf und dann sieht man eben, eine PDF-Datei öffnet sich. Hier sind auch gleich einmal so Vorschläge, was man eben in diesen Schuhkarton hineintun könnte. Dann kleine Geste, große Wirkung. Hier nochmal so ein bisschen Berichte. Also theoretisch ist es genau aufgebaut wie der andere. Und hier unten ist dann eben auch dieses Zettelchen, was man dann ausschneiden kann und direkt aufkleben kann. Also man muss sich gar nicht diesen Flyer unbedingt zuschicken lassen und warten, dass der kommt, sondern man kann wirklich sich direkt das runterladen und hat es sofort dann eben drauf. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich ja hier die PDF geöffnet. So, genau. Ich möchte aber jetzt eigentlich einmal zurück zu Weihnachten im Schuhkarton. So, genau. Und so ist dann hier zum Beispiel diese Seite aufgebaut mit dem "So packen Sie einen Schuhkarton, der Freude bringt". Und dann sind hier auch links nochmal dabei ein Video, wie man es eben gut machen kann. Dann Geschenkempfehlungen. Dann gibt es eine Pinterest-Seite, wo ich selber aber auch noch nicht drauf war. Dann unsere Einkaufsliste. Weiß ich auch nicht. Ich gucke einfach mal drauf. Ich war da auch selber noch nicht drauf. Ah ja, seht ihr, und hier haben wir dann zum Beispiel, das mag ich eben an dieser Seite, wie gesagt, die ist sehr, sehr gut organisiert. Es ist aufgeteilt auf Mädchen und Jungs und man hat dann eben auch wirklich in den Altersstufen direkt gleich hier eine Liste, was man den Kindern denn Schönes schenken könnte. Wenn man selber nicht genau weiß, ja Mensch, in dem Alter, Kinder, was mögen die eigentlich? Und dann hat man hier eben so eine Auflistung und das finde ich einfach super gut organisiert. So, hier auch nochmal, wie es funktioniert. Dann eben diese Empfehlung mit den 8 Euro, was sollte so ungefähr in so einem Karton sein. Man dekoriert ihn schön, wie auch immer man ihn dekorieren möchte, klebt den Aufkleber drauf, für den man sich entschieden hat. Packt die Sachen und dann bringt man das Päckchen zu, an diese Abgabestelle. Die Abgabestellen, da klicke ich jetzt auch direkt mal drauf, findet man auch ganz einfach. Man gibt einfach seine Postleitzahl ein. Dazu nehme ich jetzt einfach mal hier gerade mein Dings und dann 3, 8, 4, 2 und dann gucke ich hier einmal, ob das schon reicht, um etwas zu finden. Wurde nicht gefunden. Ja gut, ich müsste hier jetzt meine komplette Adresse eingeben. Ist ja theoretisch auch egal. Ihr kennt meine Adresse so ziemlich alle, da ich ja meine Adresse frei im Internet bekannt geben muss. Deswegen fülle ich das jetzt hier einmal aus und gehe hier einmal auf Suche. Und jetzt sehe ich hier sämtliche Sammelstellen, die eben in meiner Nähe sind. Und ich sehe, hier ist wirklich eine sehr nah bei mir, wo ich dann einfach hin könnte. Ich weiß nicht, warum die jetzt rot ist. Und ja, da könnte ich jetzt theoretisch meine Sachen halt hinbringen. Und hier unten sieht man dann noch mal verschiedene Dinge, wo man das hinbringen kann. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum. Aha, Sammelstellen und Sammelpunkte. Und das sind einfach nur Annahmestellen. Okay, jetzt habe ich den Unterschied. So. Ja, und wie gesagt, ihr könnt euch das ja hier selber noch mal genauer angucken. Ich wollte euch einfach nur mal so einen kurzen Einblick. Also hier gibt es dann eben auch dieses Video, wie man halt dann diesen Schuhkarton eben packt. Geschenkempfehlungen, ja, was nicht erlaubt ist. Das sind dann zum Beispiel so Sachen, die halt schnell verderben und so weiter. Aus ja, logischen Gründen. Hier unten haben wir noch mal ein paar Bilder von den Kindern, die sich wirklich mega über diese Kartons freuen. Und ja, es ist halt einfach schön zu sehen, gerade bei diesen Leuten, wo man denkt, ne, sie würden halt gar kein Weihnachtsgeschenk bekommen. Und ja, dann halt das zu sehen, wie sich die Kinder freuen, für mich ist das sehr, sehr schön. Und ich dachte, vielleicht der ein oder andere von euch
findet das vielleicht auch schön und hat Lust, da mitzumachen. Deswegen wollte ich euch das einmal vorstellen. Dann bin ich gestern auf eine Seite aufmerksam gemacht worden von jemandem von euch. Und die habe ich mir dann auch angeschaut. Und zwar ist das Sonnenscheinpost, nennt sich das. Das ist eine Facebook-Seite. Und hier geht es darum, kranken Kindern eine schöne Post zu schicken. Und da wir ja nun mal viele Bastler sind, dachte ich mir, dass das hier auf unserem Kanal eigentlich genau richtig ist. Und ihr seht, ich scroll hier schon so ein bisschen rum. Es gab hier auch irgendwie so eine Aktion, wo sie dann ja, Sachen, wenn ich das richtig verstanden habe, versteigert haben. Und der Erlös geht dann eben dieser Seite hier zugute, dass die halt noch mehr tun können. Und hier funktioniert es so. Ich muss jetzt gerade mal suchen, wo man das genau findet. Unter Beiträgen oder unter Fotos. Ja, auf jeden Fall, hier sieht man schon mal ein bisschen. Es gibt halt Fotos von Kindern und da kann man draufklicken und dann gibt es hier eine Geschichte zu diesem Mädchen. Die Adresse wird dann hier reingeschrieben und dann kann man dieser Person, also hier steht dann auch der Krankheitsverlauf oder beziehungsweise welche Krankheiten die Kinder haben. Und dann steht noch so ein bisschen als Hilfe, was die Person denn gerne mag. Und ja, dann kann man dem Kind eine Karte schicken oder vielleicht, sie hat jetzt hier geschrieben, sie mag malen, dann kann man ihr vielleicht ein Malbuch schenken oder keine Ahnung, eine Kleinigkeit. Es soll nicht darum gehen, jetzt diesen Kindern hier wahnsinnig viel irgendwie zu geben oder zu schenken, sondern es geht einfach wirklich um eine kleine Aufmerksamkeit, worüber die Kinder sich eben freuen. Und ich denke, dass viele von diesen Kindern es wirklich sehr, sehr schwer haben. Viele von denen haben viele OPs hinter sich. Und schaut euch die Seite einfach mal an. Ich werde auf jeden Fall euch da den Link auch einmal mit hineintun. Unten in die Infobox und dann könnt ihr euch das selber noch mal anschauen und könnt euch auch noch mal genau durchlesen, worum es hier eigentlich geht und ja, könnt dann halt mal gucken, vielleicht habt ihr es auf dem Herzen. Ich meine, wirklich da jetzt 70 Cent vielleicht für eine gebastelte Postkarte, ich glaube, das bringt niemanden um und wenn so ein Kind sich darüber freut und ich glaube, wenn man es wirklich so schwer hat im Leben, noch so jung ist und so viele Krankheiten hat, wie man hier bei manchen Kindern sieht, und die haben wirklich eine ganze Batterie gleich an Krankheiten. Und ja, ich finde es eine tolle Sache. Ich bin auch sehr froh, dass mir die Seite gezeigt wurde. Und ja, ich wollte es euch einfach mal mitgeben und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere von euch vielleicht Lust hat, sich das mal anzugucken und vielleicht das ein oder andere Kind sieht, dem er gerne Karte schenken würde. Oder vielleicht sagt ihr, Mensch, ich würde auch gerne ein bisschen mehr investieren und ich packe hier so einen Schuhkarton und mache damit dem Kind eine Freude zu Weihnachten. Ja, ganz wie ihr möchtet. Natürlich ist ja niemand zu irgendwas gezwungen. Es ist einfach nur eine Vorstellung von mir, eine kleine Anregung. Und ja, ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen berührt habe. Und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Macht's gut. Tschüss.